Hey und herzlich willkommen zu diesem World Championat. Oh, das habe ich noch nie gesehen. ich bin hier mit Silver Dream. Ich glaube, er heißt so. Oha, ich lieg richtig. Krass. Und ich versuche mal mein Glück mit ihm. Es ist auch ein Morgan. Ich habe momentan ein Morgan-Fable. Den habe ich aber auch schon ziemlich lange. Den gibt es in Feargrove zu kaufen, falls jemand diesen ganz ansprechend findet. Manche wissen vielleicht auch gar nicht, wo die Morgans überhaupt stehen. Ich glaube, Sunny Sister, die ich im letzten Championat hatte, die ist vom Mondsicheldorf. Das hier ist das Feargrove und ich glaube auch der Rest ist das Feargrove. Sonst habe ich ja noch das Schwarze und das Braune. Ich habe vier Morgans, glaube ich. Ich bin ein Morgan, suchte ich. Ich finde die unglaublich schön. Auch wenn ich jetzt mal so ranzoome, und die sind ja schon ein bisschen älter, ne? Aber dafür finde ich die Hufe gar nicht schlecht gemacht. Die sind zum Beispiel älter als die hier, aber da finde ich das halt besser. Allerdings sieht man bei denen noch die Naht, also die Zusammensetzung. Dezent, ich weiß gar nicht mehr, wo man das sehen kann. Da ist sie. Ja, genau. Aber ich habe mich damit immer nicht so befasst. Naja, egal, das hier ist jetzt kein Pferdekauf. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Gruppen eingeteilt worden sind. So, die Gruppen sind eingeteilt. Ich habe Championats geeignete Sachen drauf. Ich sehe das immer, dass beim Reiten, also hier plus 45 ist und bei der Geschwindigkeit 28. Es ist nämlich immer ein Riesenvorteil, wenn man eine, also das sind ja diese Handgemachten, die wir selber erstellt haben beim Schmied. Die haben plus 2 Geschwindigkeit und das sind halt die Champi geeigneten Hufeisen. Ich glaube, die gibt es sonst auch noch dort hinten zu kaufen oder so ähnliche. Falls man die halt nicht mehr hat oder noch nicht gemacht hatte. Ich hab die auch einmal kurz verloren. Ich hoffe, das klappt jetzt. Es geht gut los. Das ist schon mal positiv. generell die Morgans, finde ich, springen auch relativ flach. Nicht ganz so flach wie die Quarter. Die springen wirklich ziemlich weit und flach und kommen dadurch ein bisschen besser in Schwung. Aber ich komme halt mit der Lenkung sehr gut klar. Ich habe das Gefühl, dass die Lenkung bei den Pferden ein bisschen variiert. Also ein bisschen verschiedenes. Ich bin runtergerutscht. da passe ich auch immer auf, dass ich nicht dagegen reite. So. Okay, die hier auf Server 2, ich bin momentan hier, sind ziemlich gut. Ich trau mich. Oh nein, ich hätte mich nicht trauen dürfen. Aber so lernt man ja Abkürzungen kennen, oder nicht? Ah, oh, nein. Oh, Alicia ist auch schon irgendwo gegen gerannt. Okay, ich hoffe, es wird jetzt nicht meine Pechsträhne, aber ich glaube, ich versuche mal ein bisschen mutiger zu sein, um neue Abkürzungen kennenzulernen. Vielleicht ist man dann auch ein bisschen flotter und kann ziemlich viel Zeit sparen. Oh, Emmy, die bleibt hängen. Wir sind wieder unter den Top 10. Das ist schon mal wieder ganz gut. aber aufholen werde ich das, glaube ich, nicht mehr können. Die sind zu gut dieses Mal. Und dieses Mal sind auch welche mit einem höheren Level dabei. Level 21, 21. Also ja. Oh, ich sollte mich konzentrieren. Oh, ich habe es noch geschafft. Okay. beim letzten Mal waren ja irgendwie Leute mit Level 18 dabei und das ist total unfair. Ist hier noch jemand? Also, die sind alle mindestens Level 20 oder ich denke mal Level 20. Herzlichen Glückwunsch an die Lydia, Juliette und Lucy. Oh, drei Els. Oh, das muss es heißen. So, auf dem ersten Platz ist die Lydia Sun Eagle. Herzlichen Glückwunsch. Auf dem zweiten die Juliette Green Rock. Das sind gar nicht drei Els. Herzlichen Glückwunsch. Und auf den dritten Lucy Northgren. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommt die Layla Mystery River, Monica Amber Sand, Helena Goldwyn, Joanna McForce,
Auf Platz 8 habe ich es noch geschafft nach diesem Fail, aber ich konnte es noch so ein bisschen retten. Dann kommt die Connie Darkfield, Alicia Shortstep, Emmy Dolphin Light, Stella Apple Talon, den Namen habe ich glaube ich schon mal gehört, Stephanie Wolfoss, Stacey Eastern, Sandy Purplefire, Lucia Diamond Tower, Avis Iron Heaven und Jana Queen Peak. Nur 4 Leute haben es nicht geschafft. Sehr schade um die Herwig-Schillinge. Aber ja, ich bin eigentlich recht zufrieden. Ausprobieren ist ja auch mal ganz gut, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!